Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball, heute aus Fürth. Ich finde es immer, ja, fast so ein bisschen traurig, wenn man in einem Hotel ist und der Swimmingpool ist leer, dann weiß man, der Sommer ist vorbei. Es scheint aber die Sonne in Fürth und ja, schwimmen wäre ich eh nicht gegangen. Und ich bin mal gespannt auf Fortuna Düsseldorf, die heute auf Platz 2 springen können in der Tabelle der zweiten Liga. Eine historische Chance allerdings, haben sie einen ganz, ganz kleinen Kader. Darüber werde ich zu reden haben, gleich in der Sendung bei Sky. Für euch nachher wie immer ein paar Stimmungen, ein paar Meinungen zu all dem, was heute so passiert und was man so liest und was man so hört. Nicht mehr und nicht weniger, das ist Herz, Seele, Ball. Und schon sind wir wieder im Stadion in Fürth. Viele Fortuna-Fans hier, unter den 10, 11, 12.000, die heute hier am Rohnhof erwartet werden. Und die Hymne, die ihr vielleicht im Hintergrund hört, ist natürlich fränkisch, logisch von Berthaus. Also ich finde das immer gut, wenn es noch so eine richtig schöne alte Flutlichtanlage gibt. Und es ist ein kleines, enges Stadion und hier wurde auch erste Liga schon gespielt. Ich kann mich erinnern, das erste Mal war ich hier irgendwann in den 80er Jahren, da gab es hier den Fuji Cup, aber das ist lange, lange her. Jetzt also zweite Liga und Fortuna Düsseldorf ist der Geist. Mehr von Herz, Seele, Ball wie immer auf der Rückfahrt. So, liebe Herz, Seele, Ball, Freunde, dann fassen wir mal den Tag aus dem Intercity zusammen. Ich bin gerade in Frankfurt. Zugfahren bekanntermaßen in Deutschland kein Vergnügen mehr. Bordrestaurant ausverkauft, was mir von der Figur her natürlich gut tut, aber im Grunde genommen dann auch völlig egal ist. Ihr habt es gesehen an den Bildern vorhin. Ich war in Fürth. War ein gutes Zweitligaspiel. 1-0 gewinnt die Spielvereinigung Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf. Am Ende muss man es sozusagen verdient. Ein umkämpftes Spiel. Und viele Talente dabei, ausgeliehen, der Torwart zum Beispiel von Fürth vom 1. FC Köln, großes Talent. Dann ein Mittelfeldspieler, Wagner, der aus Freiburg nach Fürth ausgeliehen ist. Er macht das entscheidende Tor und ein sehr gutes Spiel, U20-Nationalspieler. Also jede Menge Talente. So, und hier auf dem Bahnhof höre ich mal wieder Fangesänge. Ich weiß gar nicht, welche Fans hier in der Gegend noch unterwegs sind. Die Frankfurter haben in Bremen gespielt, 2-2. Und Leverkusen, souveräner 4-0-Sieger gegen Union. Was wird aus Urs Fischer? Die Frage muss man stellen. Gehen Sie mal den gleichen Weg wie einst die Freiburger zurück in die zweite Liga, um dann wieder aufzusteigen? Aber noch sind sie nicht abgestiegen. Ein langer, langer Weg. Dann Jahreshauptversammlung bei den Bayern, Rekordgewinn, wirtschaftlich alles in Ordnung. Ärger wegen Ruanda, da hat der Edelfan oder der, sagen wir es mal so, besonders kritische Fan Ott, oder was heißt besonders kritisch, er sagt manchmal, was Sache ist, klare Kante bewiesen, Respekt davor. Man kann darüber streiten, aber ich finde das sehr angenehm, dass es in dem Verein diese Streitkultur gibt. Und dann war einer bei der Jahreshauptversammlung, der wollte einfach nur eine Rolltreppe, weil bis in den Oberrang hinauf immer zu laufen, puh, das ist anstrengend. Das kann ich noch am allerbesten nachvollziehen. So viel mehr habe ich dann für heute nicht. Ich verabschiede mich aus dem ICE und es kommt wieder eine spannende und lange Woche auf mich zu, ohne Fußball diesmal. Und dann die Woche darauf werde ich voraussichtlich oder ganz sicher in Freiburg sein und dann nochmal in Kaiserslautern, die gegen Holstein Kiel spielen und die mittlerweile auf Tabellenplatz 3 angekommen sind. So, das war's für heute. Es macht müde, aber ich mach's gerne für euch. Herz, Seele, Ball. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.